Ja, willkommen zurück in Trebors Gaming Zone bei Radio Parallax auf YouTube. Und wie angekündigt geht es heute um den PS2-Titel Masters of Universe He-Man Defender of Grayskull, der 2006 erschien, verspätet, denn er sollte eigentlich schon viel früher rauskommen, als gerade von Mattel diese neue Masters of the Universe Figurenreihe Anfang der 2000er Jahre erschienen war. Aber da gab es halt mehrere Probleme. So, nachdem ich jetzt von diesem kleinen Teaser hier unterbrochen wurde. Ja, ich wollte noch dazu sagen, es gab also mehrere Schwierigkeiten bei der Entwicklung, da THQ anscheinend ein Programmierteam beauftragte, was jetzt nicht so erfahren war. Zumindest habe ich das im Test damals gelesen, in einer deutschen Zeitschrift. Und daraufhin eigentlich zu THQ das Projekt einstampfte. Allerdings wurde es ja dann später von einer anderen Firma übernommen, die das dann fertig gemacht hat. Den Rest zeige ich jetzt mal. Und dieses Spiel erhielt damals so Wertungen um die 40% bei einigen Zeitschriften. Ja, mal schauen. Also ich sag mal so, schlechter als das Spiel zum Film kann es nicht sein. Weil das hat mich damals überhaupt nicht beeindruckt, als das so Mitte der 80er Jahre auf den Markt kam. Jetzt gucken wir mal uns an, wie dieses Spiel von 2006 uns schlägt. Es basiert jetzt nicht auf die Figurenreihe von eben aus den 80er Jahren, sondern halt aus dieser neuen 2000er Serie. Speziell jetzt in dem Fall sogar dann noch auf die neue Zeichentrickserie, die da entstand. Ja, ich muss mal eben den Sound ein bisschen unterregeln, merke ich gerade. Ja. Ja, ein bisschen leiser, sonst versteht ihr mich nicht. Oh, Skeletor, gut. Ich würde sagen, wir legen dann mal direkt los nach dieser Einleitung und starten ein neues Spiel. Intruder. He-Man has breached the walls of Snake Mountain. Reinforcements needed. Skeletor, come out and show yourself! He-Man, I sense the planet Eternia is in grave danger. I do not know how. Suspicion must fall on Skeletor. You must find out what is happening before it is too late. You guys should really consider more training! Now, where is your boss? Now, worthless robots! They told me He-Man was attacking! But it's only that pathetic prince! Oh well, we can never have too many prisoners. Prince Adam, are you all right? Prince Adam? What happened? All my strength just left me. Skeletor is not at Snake Mountain, Adam. He is here, attacking Grayskull with more strength than we've ever seen him possess before. I had to draw on all the power of Grayskull, your strength included, to keep him from entering. With each attack, his strength grows ever stronger. And I fear my force field will not last. I'll be there as soon as I can find a way out of here. It will be difficult, but I will spare a little of Grayskull's power to help you. Use the power sparingly to heal yourself and increase your strength. I fear you will not be able to defeat Skeletor until you find out how he has become so powerful. Once you've done that,
You must hurry to Grayskull before he breaches the gates. This is our only chance, Adam. He-Man is needed. By the power of Grayskull! I have the power! Okay. Ja, dann wollen wir mal loslegen. Also Skeletor ist nicht in Snake Mountain, er greift gerade Castle Grayskull an. Und wir müssen uns also jetzt erstmal auf der Burg der Schlangen, aus dem Berg der Schlangen besser gesagt, kommen. Und ja, bis jetzt habe ich halt He-Man gesehen, Zauberin und Triclops und Roboter, die ich jetzt so aus der alten Figurenreihe aus den 80er Jahren nicht kenne. Keine Ahnung, ob es die dann der neuen gab. So, wir können also hier die Wände zerstören bei einigen Mauern. Ah ja, gut. Da ist ein... Genau, da ist eine Wache, ein Roboter. Upsa! Einige Kisten können wir uns auch zerschlagen, allerdings nicht alle. Wie ich schon feststellen durfte beim Probe-Anspielen. Oh, da ist ein Knopf. Was passiert denn? Hä? Nix. Oh Gott. So, da sind wieder zwei Robotergegner. Und da ist ein Schlüssel für den Raum der Wachen. Ich will uns nichts sagen, aber das Geräusch gerade, das klang noch so ein bisschen wie aus Tron oder irgendwie da, als ich die Wachen erledigt habe. Naja. Oh, da sind wieder zwei. Na, na, greif an. Roboter, greif an. Ach, diese lahmen Gegner. Oh, ich sehe gerade gar nichts. Wegen der tollen Kamera. Einstellung, aber was soll's. Beide erledigt. Da ist der Schlüssel für den Kontrollraum. Mhm. Gut, dann wollen wir mal zu der anderen Tür auf der anderen Seite. Na? Aber doch klar, dass da wieder ein Gegner ist. Na, greif an. Oh, das ist doch schön. So, dann mal weiter im Text. Ja, war klar, da kommt jemand entgegen. Logisch. Und auch der Roboter ist Geschichte. Speicherpunkt. Aha. Hallo? Beweg dich, Junge, beweg dich. Hier kommt dann noch einer, aha. Sogar zwei. Na, Mist. Da ist ja noch einer. Oh, da ist noch einer, gut. Aber dem lenken wir mal ab. Dem geben wir mal ein bisschen Gesellschaft. Ja. Dieses Vieh dort hat den Roboter erledigt. Für mich. Das Problem ist, jetzt will das nicht jetzt auch noch schnell haben. Okay. Oh. Okay. Erledigt. Okay, der nächste Schlüssel. Energie. Aha. Ah, da ist ja wieder einer.
Okay, He-Man. Erledigen wir den Gegner. Auswärtsrolle. Der sieht mir nicht so einfach zu besiegen aus wie die beiden Roboter gerade. Oh doch. Und das war er. Okay, da ist wieder was zum Einsammeln. Energie. Wahrscheinlich Energie für Schwert. Und dann noch Lebensenergie, also das Herzsymbol. Naja. Klar, dass es hier Fallen sind, irgendwie. Aha, so Dornen. Wieder ein Speicherpunkt. Also sie sind bis jetzt doch ganz schön fair gesetzt, wie ich finde. Aha. Dahin muss ich also. Okay. Oh, zwei auf einen Streich. Jetzt werden wir hier wieder aufpassen. Eins, zwei, drei, vier. Ah, verstehe. Eins, zwei, drei, vier. So, da sind wir durch. Eins, eins. Okay, da können wir so durch. Naja gut, fast so durch. Wieder bei dem Vierer. Da sind wir durch. Okay. So, das war klar, dass wir wieder ein Robber, sogar zwei sind, natürlich. Aber auch zwei, die jetzt Akta sind. So, ich brauche jetzt mal ein Transportfahrzeug. Aha. Kommt das hier hin? Ja. Also mein Gott, He-Man. Kann ich mal drauf springen. So. Das gibt's doch jetzt hier nicht, hallo? Och, das liebe ich ja. Gut, jetzt aber. Ah, hier kann man auch noch sowas finden, hoffe ich. Energie, ja, okay. Zerschlagen kann ich das nicht, aha. Ah, jetzt bin ich fast da reingeraten, reingelaufen, besser gesagt. Kann ich aber jetzt hier irgendwie wieder runter? Oder muss ich jetzt auf das Fahrzeug warten? Also auf das Ding da, was da hin und her fährt. Okay. Ah, ich steig trotzdem mal um, weil ich will mal gucken, ob ich auf die andere Seite auch irgendwie komme. So, da kommt das nächste Ding. Mal dagegen laufen und dann... Ja, okay, so kommt man also drauf. So. Ziemlich hübsche Maschinen hier. Ist da irgendwas?
Nee. Nur eine Tür, die nicht aufgeht. Naja. Also, was jetzt Besonderes ist hier nicht. Ich hoffe mal, ich komme jetzt wieder auf mein Fahrzeug. Ja, super. So, dann mal springen. Und da ist der nächste Roboter. Ah, Hilfe. Ich geh mal lieber hinten hier rein. Weil die zwei Typen da, glaube ich, können auf mich schießen. Falsche Taste. Die Taste. Ups. Und der ist weg. Sehr schön. Okay, manchmal diese Taktik, dass ich mich rollend fortbewege. Und der ist auch weg. Super. Ich weiß es noch nicht jetzt, ob ich das jetzt hier so in einem Rutsch dann zeige oder auch mal zwischendurch schneiden werde. Weil ich will natürlich den Level mit Snake Mountain abschließen. Und muss mal gucken, ob das überhaupt geht. Weil ich möchte es doch nicht zu lange machen. Ah, ey! Ach, Gott sei Dank. So. Ich weiß nicht genau, was das jetzt war. Irgendwas Gesundes, hoffe ich. Wo ist mein Taxi? He-Man, spring! He-Man, spring! Da kommt mein Taxi. So. Einmal auf die andere Plattform. Jawohl. So, hier runter. Okay, wieder mal Roboter. Das sind bis jetzt so die einzigen Gegner, die ich jetzt gesehen habe. Mal kurz Triclops gesehen, zwar im Vorspann, aber bis jetzt sind es nur Roboter. Okay, und hier kann ich die Kisten nicht zerschlagen. Dann mal weiter. Oh, der Schlüssel. Zum Thronsaal. Mhm. Eine Feuerfalle, okay. Ja. Warten. Und wieder ein Speicherpunkt. Also die Speicherpunkte sind ja bis jetzt doch, muss man sagen, sehr gut gesetzt, also fair gesetzt. Das ist der Thronsaal. Aha, sieht zumindest danach aus. Sieht aus wie Skeletors Thron. Ja, aus den Filmen, aus der Serie. Da komme ich jetzt da auch so ohne weiteres hin. Mehrere Gegner jetzt hier. Oh, einer der sogar so weit. Ja. Der sieht ziemlich kopflos aus, kann das sein? Geht der denn hin? Aha, also da kann ich weitergehen. Komme ich auch hier rüber? Ich glaube nicht. Ich will es zumindest nicht ausprobieren. Hey, Energie. Super. Warte mal, wo komme ich jetzt her? Ich kam von da. Komme ich da weiter? Nee. Also dann doch hier durch die Tür. Ich habe jetzt mal einen kleinen Schnitt gemacht, wie ihr seht. Und bin jetzt hier auf der anderen Seite des Thronraums. Wo ich jetzt hier ein paar Gegner wieder mal erledigen muss. Also jetzt genau gegenüber. Und das mir jetzt so noch einen kleinen Zwischengegner aus. Naja. So, einmal hier rüber. Oh. Da beschießt mich einer. Das geht doch gar nicht. Hier. So, der ist Geschichte. Dann mal hier rüberspringen über die Lava. Das
immer so eine Sache mit Springen bei solchen Spielen, finde ich. Weil es kann meistens noch ins Auge gehen. Ja, jetzt einmal hier rüber. Da ist wieder ein Speicherpunkt. Komme ich jetzt hier rüber? Nein. Aber ich komme vielleicht hier hinten rum. Ah, da ist wieder ein Gegner. Na? Schlag doch zu. Ach, der ist wieder so geteilt. Geteilte Aufmerksamkeit. Aber jetzt ein Schalter. Zwei Schalter sogar. Wie? Komm. Schür. Oh ja. Okay, also wir könnten jetzt ja nicht auch hier ja dann da durch, oder? Aber ich finde den Gegner... naja, sollten wir noch erledigen, sofern wir nicht in die Lava reinfallen. Jo, ich habe nämlich auf dem Weg jetzt hier in den Thronsaal dann doch schon mal das ein oder andere Leben verloren. Ach, das hätte jetzt nicht sein müssen. Na ja, gut. Ja, hier kann ich hier rüberspringen. Ich hoffe das doch. Ah ja, gerade noch. So. Bei den Gegner will ich doch noch hier besiegen. Zumindest mit seinem Hammer doch ein bisschen schwerfällig, wie ich finde. Den kann man eigentlich ganz gut hier so austricksen, was seine... Den müsste ich auch jetzt bald besiegt haben. Also Lebensenergie hat er jetzt nicht mehr so viel. Oh, das ging ins Fässer rein. Aber das war es auch schon. Sorry für den Ausdruck. Sorceress, what does this mean? It is as if Skeletor has discovered some way of channeling the natural mystic powers of Planet Eternia to himself. How is it possible? I do not know, He-Man. But you must discover how he is doing this and stop it immediately. Skeletor is more powerful now than he's ever been. If Grayskull falls, the Orb of the Elders and all the power of Grayskull will be his. Skeletor will be unstoppable and all of Eternia will be his. Ja gut, das müssen wir verhindern. I won't fail you. Das müssen wir natürlich verhindern. Ja, ich denke mal, ich muss jetzt ja hier lang. Weil da war ja vorhin hier da, diese Brücken. Genau, hochgegangen. Das ist die Stelle jetzt, wo ich hier vorhin zu rauskam und dann hinten links reingegangen bin, da hinten. Und jetzt ist der Weg da in der Mitte frei. Ja, perfekt. Ja, und wieder ein Abschnitt geschafft. Wunderbar. Sword is strong versus robots and shadow beast. Aha. Ach, oh, das scheint ja schon das Tor zu sein. Gut. Aber das wird jetzt zugemacht, natürlich, klar. Ja, blocken. Das Problem, was ich jetzt so ein bisschen habe, bis jetzt sind, ist, dass die Gegner nicht so geprickelt sind. Was jetzt drei Arten von Gegnern. Okay, mal die eine oder andere Roboterwache sah vielleicht ein bisschen anders aus, aber von der Farbe her. Aber. Und der Arm ist ab, jawohl. Speicherpunkt. Nein. Energiepunkt. Thank you.
Ah, ups. Ach so, ja. Der Button. Drück mal. So, wahrscheinlich will ich jetzt wieder da hinten hoch. Gut. Kein Gegner. Ich dachte, vielleicht kommt da was. Naja. Ich würde doch mal ein bisschen aufpassen hier mit solchen Bewegungen. Nicht, dass ich jetzt noch in die Lava falle. Ah, da kommt jetzt wieder ein Sword 2. Gut. Und dann mal hier raus. Aus der Burg. I saw your laboratory, Triclops. I don't know what kind of insane theory you're working on. Nothing theoretical, He-Man. It's happening right now as we speak. My siphon towers have been set up throughout the Evergreen Forest where the latent mystical power of Planet Eternia is at its strongest. I could go on, but you aren't worth wasting my breath. My Doomseekers, however, will enjoy the sport. Also jetzt müssen wir diese gegen diese kleinen Sucher hier antreten, die da kommen. Jo. Sehen sie jetzt noch nicht so gefährlich aus, mehr lästig. Die schießen, okay. Also viel aushalten tun die schon mal nicht. Das ist schon mal gut. Oh, da ist einer. Da ist noch einer. Und da ist noch einer, jawohl. Und da kommt auch einer. Mal ein bisschen Energie nachtanken. Da kommt wieder einer. Och, mein Gott. Das ist die Frage, muss ich jetzt hier eine bestimmte Anzahl besiegen? Bevor aufzubekommen. Da muss ich irgendwas anderes noch machen. Was bis jetzt kommt noch Nachschub. Wobei. Ja, da kommen noch mal welche. Der ist erledigt. Der auch. Ach, da kommen noch mal welche. Eieieiei. Aber ich wüsste jetzt nicht, wo ich jetzt hingehen sollte auch stattdessen. Ich sehe jetzt hier nichts, was man sonst machen kann. Ah, da ist wieder einer. Noch einer. Oh. Alles klar. Man muss also eine bestimmte Anzahl an Gegnern besiegen, dann geht es automatisch weiter. Verstehe. Hat sogar zweimal jetzt hier. Wow. Speicherpunkte. Ah, das zieht sich jetzt doch ganz schön hier, muss ich sagen. Also Triclops scheint ja der Gegner zu sein jetzt hier in Snake Mountain, aber noch ist es nicht zur finalen Auseinandersetzung gekommen. Ich möchte das Video jetzt auch nicht zu lange hier machen. Aber das will ich euch trotzdem mal zeigen. Das heißt, würde ich sagen, dass ich hier vielleicht dann mal, weil ich wieder so einen Schnitt mache, wenn ich dann bei Triclops angekommen bin. Okay, aber erstmal hier. Oh. Ja, das war jetzt auch ein Roboter, der anders aussieht, aber zwar ein bisschen anders aussieht, aber trotzdem, ja. Kanonen oder Schwertfutter in diesem Fall. Okay, also hier kommen wir jetzt nicht rein. Brauchen wir einen Schlüssel für den Raum. Na gut, ich werde mich jetzt mal hier durchkämpfen. Und ihr bekommt dann noch gleich den Kampf zu sehen gegen Triclops. Und ich werde mich mal hier weiter durch die Scharen an Roboter kämpfen. Dann geht's weiter direkt hier an der Stelle, wenn ich dann da bin.
jetzt habe ich mich ein bisschen weiter durch die Höhlen gekämpft und sollte jetzt mal langsam bei Triklops sein. Ah, okay, das sieht ganz gut aus. Das da vorne, das müsste doch Triklops sein. Ja, ist auch. Gut. Ja, dann heißt es jetzt hier mal ein bisschen Gas geben. Oh, der schießt auf mich und der scheint ganz gut zu treffen, wie ich sehe. Eieieiei. Ah. Oh oh. Schnell das Herz. Ach nee, Leute. Okay. Na? Ach Mist! Ich hätte noch einen Schlag übrig. Hm? Oh oh, was ist das denn jetzt? Hallo? Das geht. Oh, das geht doch gar nicht. Schießt er hier mit Laserstrahlen aus seinen Augen? Continue. Also, das lasse ich nicht auf mich sitzen, mein lieber Triklops. Geht gar nicht. Auf ein neues. Ich sollte auch mal vielleicht eine andere Schlagkombination anwenden. Genau. So, wieder hier springen. Was ist das denn? Hallo? Moment, Moment, Moment. Triklops. Ganz ruhig bleiben. Ich muss wieder an das Herz ran. Ich muss an das Herz. Ich brauche Energie. Gute Idee, aber nicht gut umgesetzt gerade von mir. Scheiße, der ist verdammt stark. Nachschlag. Ach, was hat der denn da für eine Waffe? Aber er wird schwächer. Und ich habe ihn geschafft. Triklops, tell me more about these siphon towers in the Evergreen Forest. How are they transmitting mystical energy to Skeletor? The energy is processed in power chambers before being channeled directly into Skeletor. Go on. They're portable, and I made several backups of different sizes, but I don't know where Skeletor might have put them. They have to be somewhere close to him to work. But I don't know where. I swear I don't. It's much worse than we imagined. Indeed, it is. Skeletor's power will continue to grow as long as those siphon towers stand. I only fear that you are too weakened to win the battles ahead. I must give you more strength. But you can't spare any. You need to keep up the force field until I get there.
Even on Battlecat, it will be a few days' ride to the Evergreen Forest, and then to Castle Grayskull. All that matters is that the orb be protected from Skeletor. If he gets it, he will be unstoppable. You must hurry. My strength weakens as his grows. Use the power I relinquish will, He-Man. Und das ist jetzt Battlecat. Boah. Also die Kämpfe bis jetzt, sag ich mal so, die normalen Kämpfe, ja, gehen so. Der Kampf jetzt gegen Triclops war etwas herausfordernder, aber jetzt so richtig umhauen tut mir das Spiel. Skeleton breached the castle walls. I won't be able to contact you if I am to maintain any defense against him. You must find the Siphon Towers and destroy them, or all is lost. Nicht, wollte ich noch sagen. Also so richtig jetzt beeindrucken. Ja, das schafft das Spiel nicht, dass es mich beeindruckt, sage ich jetzt mal. Oh, das finde ich jetzt auch wieder ganz nett ist, hier mit Battlecat. Ja. Ich habe jetzt sogar ein Schild, wow. Wo war der eigentlich vorhin? Oh. Kann jetzt auch diese Biester hier auf dem Rücken von Battlecat bekämpfen. Nicht schlecht. So. Aber es ist auch wieder so ein Gegner, der ja, kam mir vorhin auch schon vor. Also, die Gegnervielfalt ist jetzt noch nicht so ausgeprägt, muss ich sagen. Klar. Die Zwischen- und, ja, besser gesagt, die Endgegner bis jetzt. Dass man da gegen Triclops kämpfen muss, ist doch schon mal ganz nett. Bin ich jetzt gestorben eigentlich? Ja, ich würde sagen mal in diesem grünen Dschungel hier, der doch ganz, ja, bis jetzt zumindest atmosphärisch ist in den ersten Sekunden, Minuten des Spiels, beende ich mal hier mein, ja, angespielt Video zu Masters of the Universe. Und ja, ich glaube, das ist auch ganz gut so, denn He-Man stürzt gerade ab. Okay, das disqualifiziert das Spiel dann doch wieder ein wenig. Oh mein Gott, nee. Das ist doch schön, ein Absturz, ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Nee. Okay, geh jetzt hier mal raus. Und das soll es gewesen sein, also... wir haben zumindest Snake Mountain hinter uns gelassen. Und ich würde sagen, damit bis zum nächsten Mal, euer Trevor, beim nächsten angespielt Video hier bei Radio Parallax auf YouTube. Bye bye.